Scheiße baut sich nicht von alleine. Ich sitz zu Hause. Du hast gehofft, dass wir von einer Lawine begraben. Vom Mackern krieg ich Würgereiz. Sport machen kann tödlich sein, drum sitz ich in unserer Stadt. Fuck, diese Welt ist so verrückt, wie für uns Boom, was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Es geht los oder weiter diese Woche mit ein gutes, schlechtes Vorbild von STB. FSK 12. Zack. Limit Ultra Fan Edition. Bam, bam, bam. Sieht schon mal sehr, sehr wild aus. Sehr, sehr große Box. Das Ganze hat 55 Euro gekostet, ohne Versand. Mit Versand dann in manchen Geschäften, wo das noch erhältlich sein könnte, dann wahrscheinlich für 60 Euro. Was natürlich sehr, sehr viel ist. Aber wie gesagt, ist halt auch eine riesen Box drin. Also wird auch viel, viel, viel drin sein. So, packen wir mal aus. So. Ja, einiges drin. Wirklich, wirklich viel drin. Und in 10 Boxen, soweit wie ich weiß, sind auch noch 10 Meet and Greets drin mit STB, was man gewinnen kann dann. Aber, so. Kann ich nochmal so nochmal schauen. Zack, so sieht es aus. Ja, wo fangen wir denn mal an? Fangen wir erstmal mit der Aufkleber an. Machen wir erstmal das. Ein gutes, schlechtes Vorbild. Dann das Albumcover noch einmal. Das sind wenigstens eine richtige Aufkleber, nicht die kleinen, was wir mal hatten vor ein oder zwei Wochen. Ich weiß bloß nicht mehr, in welchem Album das war. Ich weiß es nicht mehr. So, das sind die Aufkleber. Dann gehen wir mal weiter mit dem hier. STB, ein gutes, schlechtes Vorbild. Reclaim. Sieht aus wie ein Duden. Mal gucken, was es ist. Ein gutes, schlechtes Interpretations- und wissenschaftliche Bewertung von EGSV und STB, unbekannt als DB, UBDW. ja, mit Bildern, also ich nenne es jetzt mal wie eine Art Booklet oder sowas dann wahrscheinlich. Ein gutes, schlechtes Beispiel. Was ist mit so? Können wir mal ganz kurz schauen. Wird wahrscheinlich, warte mal ganz kurz. Kann das sein, Zucht und Ordnung, dass das das Album ist? Ach genau, das sind dann die Liedtexte sozusagen. Also ein Songbooklet oder ein Textbooklet. Cool, das ist natürlich cool. Also habt ihr hier eine Reihe an Aufzeichnungen der Songs plus Bilder nochmal. Also kann man sagen, ist das eigentlich so das, was hier so zusammengehört, ne, würde ich mal sagen. Zu der CD. Und da würde ich gleich mal sagen, da gucken wir vielleicht gleich mal in die CD an sich nochmal mit rein. Brauchst natürlich hier nicht nochmal ein extra Booklet. Hier haben wir nochmal Credits dann mitstehen. Trotzdem nochmal separat das Ganze. Instrumentals, Album und Hörspiel. Okay, ein Hörspiel ist auch nochmal mehr dazu. Krass. Also sehr cool gemacht auf jeden Fall. CD sieht ganz normal aus. Songmäßig haben wir tatsächlich 17 Songs drauf, davon einmal Kein Bock mit Finch, Montez, Contra K, 257er und Green und Lyso. Und Kapitel 1 bis 5 Kapitel. Also einiges drin im Hörspiel per se nochmal. Krass, cool, nice. So, dann haben wir das neue STB Merch. Was dann jetzt mit dazu gehört, zu dieser Tour wahrscheinlich dann, ne? Ein gutes, schlechtes Tour. So sieht das Ganze dann aus. Krass. Ja, da ist schon mal einiges drin und zeigt viel Liebe zum Detail, würde ich mal sagen. So, dann haben wir noch das Poster. Sieht im ersten Anblick so aus wie das Booklet wieder.
Ist auch relativ dick, das Poster. Also das ist jetzt nicht klein. Also das ist schon sehr groß. So sieht das Ganze dann aus. Und dann einmal nochmal als Riesenposter nochmal. Also die Qualität ist auch sehr gut. Das dann hier nochmal das Poster an sich. Von dem Albumcover einfach. Wo er dann den Aufkleber halt auch nochmal dazu hätte. Ne? Das ist halt, ist halt jetzt das Bild hier einfach im Endeffekt. Das Bild in die Länge gezogen einfach, ne? Kann man so. Aber ganz cool. Also auch sehr riesig. Druck ist sehr, sehr gut vor allen Dingen. Sehr, sehr dicker Druck vor allen Dingen. So, cool. Also das erste Mal seit langem mal wieder keine Klamotten oder irgendwelche anderen Klimbim. Das ist ja persönlich auch mal sehr, sehr geil finde. Meiner Meinung nach muss halt immer nur Klamotten oder keine Ahnung was drin sein. So, dann haben wir noch einmal das. Linkshänder, Gitarre zum Abrocken, nicht in der Nähe von Fans anderer Bands aufbewahren. Art wie Lego, das sollte es darstellen. Ein gutes, schlechtes Spielzeug, spiele alle Abenteuer aus den SEB-Hörspielen nach. Jo, cool. Feine hier, Sammlerstück, Auspacken reduziert, Marktwert erheblich. Ja, so ist das nun mal. Wir packen es natürlich nicht aus, ich zeige es euch jetzt bloß kurz, was drin ist. So, haben wir dann hier die ganzen Teile nochmal mit dazu, was eigentlich auch ganz geil ist, so als Idee. Das wird natürlich nicht komplett ausgepackt, das machen wir natürlich nicht. Also auch das wird einiges kosten, denke ich mal, weil ich glaube, solche richtigen Lego-Dinger sind auch sehr, sehr teuer. Weil hier die Gitarre nochmal separat nochmal eingepackt. Dann hier auch nochmal, wie das Zahnbastel ist. Unter anderem dann. Also wie eine ganz normale Lego-Sache halt, ne? Jo, cool, nice. Kann man mal machen. Hab da hier dann die Figur dann extra. Nice, cool. SCB an sich habe ich auch selber schon gesehen. Des Öfteren bei Sido. Mit auf dem Weihnachtskonzert unter anderem. Ganz lustige Leute. Ganz, ganz cool. So. Gucken, dass das gescheit wieder reingeht hier alles. Oder das können wir einfach mal zur Seite legen. So, dann haben wir noch eine Blu-ray. Heute mal im weißen Design die Blu-ray. Sonst ist ja meistens Blu-ray eigentlich in Blau. Und anders als Blau habe ich eigentlich Blu-ray mäßig auch noch nicht gesehen. Live aus Berlin. So sieht das Ganze aus. Blu-ray CD, deswegen ist es ab 12. Live aus Berlin nochmal. Und da ist nochmal ein Booklet mit dabei. Das ist ja auch krass. Das hatte ich glaube ich anderen in der DVD, dass da ein Booklet mit dazu ist. Allein da sind 38 Songs nochmal drauf. Wow. 20 Jahre ist die CD. Gibt es wirklich schon so lang? 20 Jahre wir. Krass. Mit Sido, Kabi, Block, alle mit am Start. Schön. Sambra, Bowser, unsere Gäste. Ja, krass. Richtig krass. Selten, dass man zu einer DVD auch nochmal ein Booklet nochmal dazu hat. Oder überhaupt ein Booklet hat. Und hier haben wir gleich sozusagen zwei Booklets mit Song. Titel nochmal und so weiter und so fort. Ey, richtig krass. Richtig, richtig krass. So, dann haben wir noch was. War es ja immer noch, ne? Also die Box ist natürlich krachend voll.
Haben wir nochmal, was auch immer das ist. Aber es sieht aus wie eine Flagge wahrscheinlich. Ja, eine Flagge, eine Riesenflagge. Ach du Heilige. Ach du Scheiße. Die ist ja mega riesig. Ach du Scheiße. Die ist richtig riesig. Ach du Heilige. So, das wird jetzt auch der Abschluss werden. So, also nochmal ganz groß. Das ist mega riesig. Also das ist meine Hand, ne, dazu. Um es mal bildlich zu machen, wie riesig die ist. Jo. Einseitig. Ne, kannst mit beiden Seiten draufpacken. Also dann hier hast du dann ganz normal deine Flackendinger dann, wo du das mit reinmachen kannst. Ja, nice. So, cool. Ja, einiges drin hier in dem guten Stück. Die werde ich wahrscheinlich nie wieder so reinkriegen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. So, cool. Ich glaube, wir haben jetzt alles, ne? Ja, wir haben soweit alles. Nice. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt, die Musikbox auszupacken, ne? Und ich muss sagen, also die Box ist mal wieder seit langem eine richtig geile Box. Weil hier ist mal richtig was drin in der Box. Und mal was anderes, außer ein blödes T-Shirt, was man rumträgt. Und von daher würde ich mich sehr freuen über einen Kommentar. Noch besser wäre ein Abo mit Glocke aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Lieben, euer Mimilux One. Peace.